Ja, in diesem Video und damit ganz herzlich willkommen dazu geht es um das Thema, ist der Kia e-Niro ein gutes Winterauto oder eignet er sich eher nicht als Winterauto? Ich will euch in dem Video ein paar positive und ein paar negative Eigenschaften nennen. Ja, und damit starten wir dann direkt nach dem Intro. Ja, ganz zu Beginn noch kurz, welchen Kia e-Niro fahre ich eigentlich? Das ist ein Kia e-Niro aus dem Baujahr 2020, habe ich zugelassen im November 2020, hat mittlerweile gut 47.000 Kilometer gelaufen, den großen Akku, also 64 Kilowattstunden, 204 PS. Ja, und wir sind jetzt natürlich schon ein paar Winter mit dem Auto unterwegs, aber ich habe tatsächlich ja, ich sage mal, das Privileg, dass mein Auto in der Regel in der Garage steht und dementsprechend ja mit Vereisung, mit Schnee auf dem Auto und Ähnlichem halt nichts zu tun hat, sondern das Auto immer ganz normal schön aus der Garage rausgefahren wird. Jetzt ist es so, ich wohne ja in Hessen, habe auch zwei schulpflichtige Kinder und die hatten noch Ferien, jetzt Anfang Januar. Und ja, da haben wir die Gelegenheit genutzt und sind mit dem Auto ein bisschen rumgefahren und waren natürlich auch in der Gegend, wo das Auto dann nicht in der Garage stand über Nacht, hatten Temperaturen bis minus 15 Grad, wir hatten Schneefall, tagsüber Sonnenschein und das ist eine Kombination, die hat zu ein paar Dingen geführt, die ich bisher nicht kannte und deswegen will ich die gerne in dem Video mal teilen und von euch auch wissen, egal ob jetzt ein Kia e-Niro fahrt oder irgendein anderes Elektroauto oder ein anderes Auto, ja, habt ihr ähnliche Erfahrungen gesammelt? Was ist bei eurem Auto im Winter gut? Was findet ihr nicht so gut? Schreibt das bitte gern unten dann in die Kommentare. Ja, starten möchte ich jetzt mal mit den positiven Eigenschaften, bis wir dann zu den negativen Dingen kommen, die mir aufgefallen sind und die zeige ich dann am Auto, aber die positiven kann ich hier noch aus dem warmen Büro machen. Also Punkt Nummer 1 ist der Verbrauch. Der ist auch im Winter durchaus noch akzeptabel, natürlich deutlich höher als im Sommer. Also im Sommer liegen wir eher so zwischen 15 bis 20 Kilowattstunden, teilweise auch unter 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Im Winter kommen wir in der Regel ja nur knapp unter 20, aber eher so zwischen 20 und 25 Kilowattstunden. Liegt einfach daran, dass die Heizung natürlich eine ganze Menge Energie frisst. Allerdings ist das auch wieder eine positive Eigenschaft. Die Heizung ist wirklich sehr gut. Die macht das Auto super schnell warm. Wir nutzen auch über die App die Vorheizfunktion, auch ein totales Komfort. Feature möchte ich nicht mehr missen. Kann man das Auto, also wenn es tiefgefroren ist, einfach über die App dann ja klimatisieren bzw. die Heizung einschalten, sodass die Frontscheibe schon abgetaut ist, die Heckscheibenheizung anmachen und so weiter. Also ist dann wirklich sehr komfortabel, weil man einfach in ein warmes Auto einsteigt. Das ist schon mal wirklich positiv. Der Kia e-Niro hat ja auch eine Wärmepumpe standardmäßig verbaut, zumindest in meinem Baujahr und dementsprechend ist auch der Energieverbrauch nicht ganz so hoch. Auch wenn man jetzt, wenn man zum Beispiel, man kann maximal eine Viertelstunde vorklimatisieren, wenn man das ausnutzt und dann losfährt und wir hatten so Temperaturen minus 10, minus 15 Grad, ja, dann zeigt er doch sehr erschreckende Verbrauchswerte an. Also der Spitzenwert, den ich gesehen habe, der war 446 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist dann schon Wahnsinn. Aber wenn man dann ein paar Meter gefahren ist, dann fällt er natürlich auch relativ rapide wieder bergab. Oder fällt ab. Und ich blende euch hier nochmal ein Foto ein, was ich mal gemacht habe. Da waren es ein bisschen was über 300 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Aber das sind natürlich wirklich nur Verbräuche ganz am Anfang, wenn halt das Auto vorklimatisiert wurde. Ja, und was ich auch noch zur Heizung dazu zähle, sind natürlich Sitzheizung und Lenkradheizung. Auch das natürlich absolute Features, die man nicht mehr missen möchte. Für mich ist tatsächlich die Sitzheizung relativ warm, um nicht zu sagen zu heiß, hat ja drei Stufen. Ich mache am Anfang Stufe 3 und dann gehe ich auf Stufe 1 runter, weil mir das sonst wirklich zu warm am Hintern wird. Also auch das sehr effektiv und die Lenkradheizung auch super. Also hier der gesamte Wärmekomfort im Auto verdient aus meiner Sicht eine 1 mit ja, mehreren Sternchen. Das ist wirklich super. Ja, Punkt Nummer 2 ist der Komfort. Also das Auto ist weiterhin sehr komfortabel und auch im Winter macht das einen guten Eindruck. Der Innenraum, hatte ich ja eben gerade schon gesagt, wird schnell warm. Die Scheiben sind super schnell frei, sodass man da auch sicher unterwegs ist und nicht irgendwie durch ein Gucklöchlein durchschauen muss. Und wir als Familie sind ja zwei Erwachsene, zwei Kinder waren auch unterwegs. Wir waren wieder mit dem Platzbedarf völlig zufrieden. Ich habe ja auch eine Möglichkeit gemacht, um meinen Kofferraum zu vergrößern. Das sind dann nochmal 125 Liter mehr, also ein ganzer Schluck mehr. Ich verlinke nochmal das Video hier oben in der Ecke, wie ich denn den Kofferraum quasi vergrößere. Und habe ja auch einen Frunk verbaut. Also von daher, an Platz mangelt es uns tatsächlich nicht. Und das ist wirklich ein sehr komfortables Auto, sowohl im Stadtverkehr, aber auch für die längere Reise. Ja, ein positiver Punkt Nummer 3 sind die Fahreigenschaften vom Auto, zumindest bei trockener Piste und ja, wenn man so ganz normal dahin gleitet. Schwierig wird es tatsächlich im Winter, wenn es irgendwie eine geschlossene Schneedecke hat, es ein bisschen rutschiger wird.
dann merken wir tatsächlich, obwohl wir Winterreifen haben, dass natürlich das Auto relativ schnell mit den Vorderrädern scharrt. Woran liegt das? Also die Vorderräder drehen durch. Woran liegt das? Ja, wir haben ja noch die Version mit relativ hohem Drehmoment, also fast 400 Newtonmeter, gehen da quasi auf die Vorderreifen los. Und da muss man schon sehr dosiert mit dem Strompedal halt umgehen, damit das Auto ja nicht permanent mit scharrenden Vorderreifen zu tun hat. Bei trockener Fahrbahn natürlich gar kein Problem, aber ich glaube, das kennen die meisten, die den e-Niro noch aus dem Baujahr fahren. Der ja, dreht relativ schnell mit den Rädern durch, wenn man es ein bisschen mit dem Strompedal übertreibt. Aber wie gesagt, bei trockener Piste absolut kein Problem. Und auch wenn es irgendwie schneit oder so und die Straßen noch okay sind, dann gibt es da auch keine Probleme. Aber schwierig wird es tatsächlich, wenn es halt irgendwie rutschig glatt wird. Dann muss man wirklich sehr dosiert mit dem Strompedal halt umgehen. Ansonsten ja, hat man permanent durchdrehende Räder. Ja, und vierter und letzter Punkt, zumindest für dieses Video, ist das Thema Zuverlässigkeit. Also da kann ich nur immer wieder sagen, ich bin begeistert, wie zuverlässig das Auto funktioniert. Also wir hatten zum Beispiel auch noch nie irgendwie eine tote 12-Volt-Batterie. Ich kümmere mich natürlich allerdings auch ein Stück weit drum, dass ich die immer regelmäßig nachlade. Ja, haben keine Fehlfunktion am Auto. Das tut einfach das, was es soll. Ja, ist jetzt unspektakulär, aber es gibt natürlich auch andere Autos, die dann bei Kälte irgendwie ausfallen, wo man sie nicht mehr anlassen kann oder ähnliches. Das haben wir alles nicht erlebt. Also Auto hat problemlos von der technischen Seite funktioniert mit ein paar kleinen Einschränkungen. Und die gucken wir uns jetzt unten mal direkt am Auto selber an. Und da gehe ich einfach mal durch die Punkte durch. So, jetzt unten am Auto gucken wir uns die Punkte gleich an. Ganz wichtig nochmal, bevor ich das alles zeige, das ist nur dann relevant, wenn euer Auto draußen steht, es geschneit hat, zwischendurch vielleicht auch mal die Sonne geschienen hat, das heißt, die Dinge wieder angetaut sind und dann hat es wieder gefroren. Also dann treten die Dinge auf, die ich jetzt hier beschreibe. Ja, und das hatten wir halt tatsächlich jetzt vor kurzem und deswegen gucken wir uns die neuralgischen Punkte jetzt am Auto einfach mal gemeinsam an. So, und wir starten mal von vorn nach hinten. Ihr könnt schon sehen, ich habe hier die Motorhaube schon ein bisschen geöffnet. Das ist nämlich der erste Punkt. Also tatsächlich ist es so, wenn es geschneit hat und dann wieder ja, so ein bisschen taut durch Sonnenschein beispielsweise, weil das Auto in der Sonne steht, ja, dann seht ihr das hier auch, ne? Also entsprechende Eisschicht. Und das war dann hier so, dass einmal das komplett zugefroren war und ich die Motorhaube nicht mehr öffnen konnte. Jetzt kann man sagen, ja, aber ist doch gar nicht schlimm. Ja und nein. Also ich habe bei mir unter der Motorhaube, ja, vielleicht habt ihr das in einem meiner Videos gesehen. Ja, entsprechend den Frunk und da ist halt nicht nur drin das Typ 2 Ladekabel, sondern da ist auch drin einmal zum Enteisen der Scheiben und noch ein kleiner Besen, den ich hier hinten habe. Ich zeige euch das einfach mal. Hier, mit dem ich dann natürlich das Auto vom Schnee befreie. Ja, und das Problem ist halt, wenn natürlich die Motorhaube nicht aufgeht, ja, dann komme ich an das Zeug nicht ran. Also habe ich jetzt gelernt, wenn ich irgendwo das Auto draußen stehen lasse, im Winter es schneien sollte und dann doch mal irgendwie tagsüber vielleicht wieder antaut, dann packe ich die Sachen halt ins Auto, entweder in den Kofferraum oder tatsächlich ins Wageninnere. Was ich hier auch noch drin habe in der hinteren Tasche, ist dein so, mal ich sagen, so ein Notladeziegel, also nicht der Notladeziegel, sondern so ein Akku. Das heißt, wenn mal irgendwann die 12-Volt-Batterie tot sein sollte, kann ja im Winter durchaus mal passieren, dass ich dann entsprechend da rankomme und dann so ein Booster heißt das Teil, genau, also ein Booster, der dann die 12-Volt-Batterie wieder fit macht. Und das klappt natürlich auch nicht, wenn der hier unter der zugefrorenen Motorhaube ist. Und ich habe ihn hier drunter, weil ich tatsächlich ja die Seitentür, auch wenn die Batterie keinen Strom mehr hat, mit dem Schlüssel öffnen kann. Also die Fahrertür und dann kann ich natürlich die Motorhaube entriegeln, aber auch das geht natürlich nur dann, wenn die Motorhaube nicht zugefroren ist, ne? Also auch hier muss ich nochmal überlegen, wie ich das dann mache. Lege ich vielleicht dann diesen Booster ins Wageninnere? Aber das war hier der erste Punkt. Machen wir wieder zu. So, dann gucken wir uns Punkt Nummer 2 an. Das ist hier vorne die Ladeklappe. Der e-Niro ist ja ein Nasenlader und das Problem ist halt hier, dass genau hier auch natürlich, ich sag mal, von der Straße irgendwie Wasser hochgewirbelt wird, Schneematsch, was auch immer. Und es passiert hier, dass diese Ladeklappe einfach zufriert. Und das ist natürlich auch blöd, wenn man laden möchte. Das Auto ist jetzt unverschlossen und ich habe tatsächlich gerade eben mal geguckt. Also man sieht es hier vielleicht schon. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Dass hier auch schon wieder Eis drin ist und dann ist das halt das Problem, dass die Ladeklappe nicht aufgeht, ne? Ja, dann kann man nämlich draufdrücken, da passiert einfach nichts. Ich habe das so gelöst, dass ich dann ja, ich sag mal, mit etwas Gewalt da rangehe und dann das Auto verschließe oder mal wieder öffne und jetzt habt ihr das gesehen, jetzt geht sie auf, aber sie ist halt dann teilweise zugefroren. Das ist natürlich ein Problem von Nasenladern, aber halt auch nur, wenn es nass ist und Frost ist. Und das haben wir ja Gott sei Dank oder leider, je nachdem, je nach Sichtpunkt, nicht mehr so häufig. Und ihr seht das hier auch hier drin.
Da sind natürlich dann Eiskristalle, ja, und dadurch friert dann diese Ladeklappe zu. Weil die halt hier an diesem kleinen Hebel, ne? Und wenn das halt zugefroren ist, dann ja, funktioniert das nicht mehr so gut. Genau. Aber jetzt klappt es ja wieder, also kann ich wieder zumachen ganz normal. Dann haben wir das. So, dann gehen wir weiter. Ich gehe mal ums Auto ein bisschen rum. Das nächste Problem, was ich hatte, das ist aber wahrscheinlich nicht bei unserem Auto, sondern bei allen Autos allgemein, ist, dass sich hier natürlich hinter den Vorderrädern eine ganze Menge an Schnee sammelt und dass dann so viel ist, dass tatsächlich beim Lenken Geräusche entstehen, ne? Wenn das komplett voll Schnee ist. Ich habe ja auch noch diese zusätzlichen Schmutzfänger hier dran, die sorgen vielleicht auch dafür, dass noch ein bisschen mehr Schnee hängen bleibt als normal. Und das ist halt dann das nächste Problem, wie gesagt, Geräusche beim Lenken. War ich am Anfang kurz irritiert, bis ich gemerkt habe, was es ist, und dann war das auch kein Problem mehr, dann war das klar. Hat aber jetzt so das Fahren an sich nicht beeinflusst, sondern war halt nur von der Akustik ein Thema. Genau, gehen wir weiter. Kommen wir mal zu den Außenspiegeln. Da muss ich sagen, das hat ganz gut funktioniert. Die können ja theoretisch hier auch in dieser Kante anfrieren. Das ist aber nicht passiert. Also diese klappen sich ja immer an und aus, wenn das Auto zugemacht oder geöffnet wird. Also es hat ganz gut funktioniert. Genau. Dann gehen wir weiter, gehen wir mal nach hinten. Ich laufe mal hier ein bisschen im Schnee am Auto entlang. So, das nächste Problem haben wir dann hinten. Und zwar habe ich, glaube ich, auch in einem meiner anderen Videos schon mal gesagt, ist das Thema die Heckkamera. Also ihr seht das jetzt, Auto ist natürlich nicht gewaschen. Sieht halt so ein bisschen aus wie Sau. Und das Problem ist, dass die Heckkamera tatsächlich ja genau im Schmutzbereich ist. Und ihr könnt das hier sehen, ne? Sehr gut sogar. Die ist halt total verschmutzt. Es gibt natürlich da so eine Chem-Wipe. Also ich sag mal, ein Zusatzteil, was man hier, da macht man das Plastikteil ab und dann kommt es wie eine Bürste. Und immer wenn der Wischer wischt, dann wird die Kamera geputzt. Ich mache das halt immer so, ja, wenn ich zum Auto gehe, ich gehe einmal mit dem Finger drüber und dann ist die wieder okay und dann ist das Bild innen drin auch wieder in Ordnung, ne? Also das war auch noch ein Problem, dass man halt dann relativ schlecht sieht, weil die Kamera einfach extrem verschmutzt ist. So, dann bleiben wir hier hinten. Kofferraum machen wir mal auf. Das war dann tatsächlich nämlich das nächste Problem. Zum einen habe ich festgestellt, und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist, dass der Kofferraum bei Kälte deutlich langsamer aufgeht. Das scheint irgendwas mit den, ja, mit den Liftern hier zu tun zu haben, dass die vielleicht bei Kälte irgendwie nicht ganz so wollen, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir das ein oder andere Mal hier eine Kopfnuss geholt an dem Kofferraumverschluss. Teilweise schmerzhaft, aber im Winter hat man ja in der Regel eine Mütze auf, dann geht das wieder. Aber das war ein Thema, der geht also zu langsam auf. Und das nächste Problem war, und da gehen wir ein bisschen hier ran, dass durch den Schnee, der auf dem Dach war, hat sich dann hier hinten halt eine gewisse Schneeschicht gebildet oder eine Eisschicht. Und das führte halt dazu, dass es hier ziemlich knirschte, wenn man diesen Kofferraum aufmacht. Und teilweise ging er halt gar nicht mehr so richtig auf, weil sich einfach Schnee dahinter gesammelt hat. Mittlerweile wieder abgetaut. Aber das war natürlich auch ein Problem, dass da die Kofferraumklappe so ein bisschen, ja, ich sag mal, schwieriger aufging. Das lag halt auch daran, dass sich der Schnee dort gesammelt hat. Genau. Ansonsten habe ich im Innenraum nur noch festgestellt, dass hier dieses Rollo von der Abdeckung einfach deutlich schwergängiger geht bei Kälte. Ich sag mal, das ist aber, glaube ich, ein ganz klassisches Phänomen, wie bei allen anderen auch. Genauso die Sicherheitsgurte gehen etwas schwergängiger. Ja, das sind so die Dinge, die ich hier dann festgestellt habe, die beim Winterbetrieb so ein bisschen unangenehm sind und die es halt dann nicht gibt, wenn das Auto irgendwie in der Garage steht oder wenn die Temperaturen natürlich über 0 Grad sind. Ja, einen Punkt habe ich tatsächlich noch vergessen, der ist aber nicht mehr hier im Kofferraum, sondern da sind wir schon dran vorbeigelaufen, und zwar betrifft der die Türgriffe. Und da ist es tatsächlich so, wenn es starken Frost hat, es geschneit hat und das zwischenzeitlich angetaut ist, dann gehen die Griffe nicht mehr ganz ran, ne? Sondern das ist dann so, dass sich hier in dieser kleinen Ritze, nenne ich es jetzt mal, in einem kleinen Spalt, dann Wasser festsetzt, gefriert, und dadurch der Griff ein bisschen aufgedrückt wird. Das heißt, der war dann immer so ein leichtes, dann so ein bisschen aufgestellt. War jetzt kein Problem, die Tür ging trotzdem ganz normal zu, aber kann natürlich theoretisch ein Problem werden, ne, wenn das dann weiter dicker wird, das Eis, dass dann irgendwann vielleicht die Funktion auch eingeschränkt ist der Türgriffe. Jetzt seht ihr, das ist völlig normal, ne? Man kann die Tür ganz normal aufmachen und auch wieder zumachen, aber der Griff stand dann tatsächlich einfach ein Stückchen ab, und das war nicht nur bei einem Türgriff, sondern das war bei allen vier Türgriffen so, und das war mir tatsächlich auch noch aufgefallen. Genau, aber das sollten jetzt so die Punkte gewesen sein. Ansonsten bin ich damit absolut zufrieden gewesen mit dem Auto, hatte ich ja vorhin auch schon kurz gesagt. Also von daher, das hier erstmal von draußen, jetzt gehe ich wieder rein, weil es wird kalt.
Ja, vorhin hatte ich ja den Winterverbrauch schon mal genannt, dass der gar nicht so exorbitant hoch ist. Ich zeig euch das gleich nochmal hier im Auto oder direkt jetzt im Auto. Ihr seht es ja schon. Bin heute ein bisschen gefahren, 50 Kilometer, habe 21,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Wir haben Dauerfrost, im Moment minus 3 Grad, vorhin war es sogar noch ein bisschen kälter. Ja, das ist so ein normaler Verbrauch. Natürlich war das jetzt keine Autobahn, sondern das war halt Stadt und ein bisschen Landstraße. Aber das sind so, ich sag mal, noch normale Winterverbräuche. Wo wir gerade schon mal hier sitzen, zeige ich euch einfach auch nochmal den Gesamtverbrauch, um das nochmal zu dokumentieren. Es sind 17,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, aber nicht, wie es hier steht, für 7000 Kilometer, sondern für 47.000 Kilometer. Ja, der ist ein bisschen angestiegen, sonst Anfang des Winters hatte ich halt 17 Kilowattstunden, aber im Winter durch die etwas höheren Verbräuche geht natürlich der Verbrauch auch etwas hoch. Ganz normal wird im nächsten Sommer dann wieder runtergehen. Aber dass ihr das auch einfach mal gesehen habt, hier 17,2 Kilowattstunden, der Durchschnittsverbrauch laut Bordcomputer, muss man natürlich immer noch ein bisschen was draufrechnen, ne? So ein paar Ladeverluste, also ich werde wahrscheinlich mehr von der Steckdose ab verbraucht haben, als er das hier anzeigt. Aber das ist zumindest das, was hier der Bordcomputer an Informationen ausgibt. Ja, und jetzt will ich mal versuchen, für mich persönlich zumindest die Frage zu beantworten, ob der Kia e-Niro ein gutes Winterauto ist oder nicht. Also ich würde schon sagen, im Allgemeinen ist es ein gutes Winterauto, vor allem der Wärmekomfort mit Sitzheizung, mit Lenkradheizung, mit der normalen Heizung im Auto, also der Wärmepumpe, wirklich super. Das ist ultra komfortabel. Da kommt man auch bei den kältesten Außentemperaturen super gut zurecht. Das Auto ist halt warm, wenn man es vorklimatisiert. Also das finde ich schon mega. Auch im normalen Winterbetrieb, wenn es jetzt nicht gerade heftig schneit oder gefriert, ist das Auto einfach zu handhaben, fährt, ist zuverlässig, habe ich ja jetzt im Video schon gesagt. In leichten Schatten natürlich dann das Thema, wenn wirklich die Straßen verschneit sind, vereist sind, dann haben wir mit dem Antrieb halt leichte Probleme, weil das Auto einfach zu viel Kraft hat, sage ich mal. Da muss man dann wirklich sehr dosiert mit dem Fuß umgehen. Aber ich sage mal, das kommt halt eher selten vor, gerade bei uns in der Gegend Rhein-Main. Da schneit es zwar auch ab und zu, aber es ist eher selten. Und wenn, dann sind es mal ein, zwei, drei Tage und dann ist alles wieder vorbei. Also von daher sind wir eigentlich ganz zufrieden mit dem Auto im Winter. Und ja, ich denke, wir haben da die richtige Wahl getroffen und freuen uns immer wieder, wenn wir auch bei kalten Temperaturen in ein schön mollig warmes Auto einsteigen dürfen. Genau, das soll es jetzt hier gewesen sein. Wie gesagt, ihr schreibt ja in die Kommentare, wie das bei euch ist, was ihr an positiven, negativen Dingen erlebt habt. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ansonsten erstmal wieder vielen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, bleibt vor allem gesund und dann sehen und hören wir uns bei einer der nächsten Folgen wieder. Ich freue mich auf euch und bis dahin macht's gut, euer Thomas. Ciao, ciao.